Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute zeige ich euch mein aufgebraucht und plattgemacht Video aus dem Monat Oktober. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich bin ganz erstaunt, dass mein Eimerchen hier gar nicht so super voll ist, sonst quillt das ja fast schon über. Ich habe mich, glaube ich, dieses Jahr, diesen Monat gar nicht so viel ausgetobt oder es sind halt einfach große Sachen leer geworden. Das müssen wir einfach mal zusammen gucken. Ich zeige euch in diesem Video immer meine leeren Produkte, die halt in dem Monat leer gegangen sind und erzähle euch dazu einfach ein bisschen was, ne? Einfach so meine Erfahrungen dazu und ja, da würde ich jetzt einfach mal starten. Da habe ich hier von Balea, da habe ich wirklich auch lange dran gesessen, da habe ich zwischenzeitlich auch ein anderes Produkt verwendet. Weil das echt krass war. Body Cream Ziza von der Ultra Sensitive Reihe ist das nämlich. Das war ein super dickes Produkt, was sehr, sehr reichhaltig war. Also da zu den Zeiten, wo dann im September vielleicht noch schöne Tage waren, so sonnige Tage, wo es sehr, sehr warm war, konnte ich das auch nicht verwenden. Das war zu dick, zu viel einfach, selbst für meine trockene Haut. Aber an und für sich ist es eine großartige Bodybutter, die ich euch wirklich empfehlen möchte. 10% Lipide, das ist von außen schon ziemlich angespackt, ne? Und sehr cooles Produkt, was ich jetzt hier als erstes zeigen wollte. Auch aus der Drogerie ist hier von Facelle die in Team Waschschaumgeschichte Soft & Care, hat mir richtig gut gefallen. Nur zum Ende hin ist der Schaum nicht mehr so schön gewesen, weil das halt irgendwann auch einfach dann recht leer war, ne? Kann ich aber immer wieder empfehlen. Gibt es bei Rossmann und ja, ein sehr schönes Produkt. Ich verwende halt auch wirklich für meinen Intimbereich immer ja, extra Produkte, um das halt sauber zu machen. Man sollte da aufpassen, dass es nicht parfümiert ist und dass es pH-mäßig auch fein ist und so, ne? Das hat jetzt einen 3,8 pH-Wert, das ist halt passend da unten rum. Und ich verwende halt auch kein Duschgel, sondern nur solche Produkte und das ist einfach sehr schön. Ja, wenn wir schon mal da unten unterwegs sind, würde ich euch hier auch ganz gerne die Sensitive Care Derma Balance Beruhigende Creme Medium zeigen. Das ist eine Creme, die du sowohl für dein Gesicht verwenden kannst, als auch für Aftershave, nenne ich das immer ganz gerne. Bei mir ist es einfach so, dass ich dadurch eine viel, viel weniger irritierte Haut habe, einfach weil du da großartige Inhaltsstoffe drin hast, die die Haut beruhigen. Ich weiß nicht, ob das Video schon online ist oder ob es noch kommt mit meinen Top-Inhaltsstoffen, 10 Inhaltsstoffe, die du kennen solltest. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Ich habe das nämlich vor diesem Video gedreht. Also vor dem Video, was ich vor diesem Video gedreht habe, weil eben habe ich ein Schminkvideo offensichtlich gedreht. Ja, okay, also gibt's bei Dalton und da kannst du auch bis zum 12.11. mit Single Claudi gerade 30% Rabatt absahnen. Und ich glaube, weil ich ja auch echt viele Dalton-Produkte drin habe und dann euch, glaube ich, mit etwas zu ballern werde, gibt es in diesem Video auch etwas zu gewinnen. Und zwar verlose ich ein selbst zusammengestelltes Beauty-Paket. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau super gerne einfach mal vorbei. Ja, eine großartige Creme, die ich einfach super gerne verwende und euch einfach ans Herz legen möchte und jetzt auch aktuell schon wieder in Anwendung habe. Dann habe ich hier auch von Dalton die Body Care Spa Deluxe, das Ingwer Meersalz Körperpeeling. Es ist einfach toll. Ich kann es euch einfach nur empfehlen. Das ist ein Home Spa und ja, einfach auch toll zum Verschenken, muss ich sagen. Und jetzt, wenn du 30% drauf sparen kannst, schlag zu. Ja, ne? Das ist ein Salzpeeling, das heißt, es schrubbelt halt auch ordentlich, aber es ist trotzdem nett zur Haut, weil das halt auch mit Öl mit dabei ist und es ist einfach, es riecht gut, es fühlt sich gut an, es ist einfach wundervoll. Oh, dieser Duft, wenn ich das rieche, ne, ist direkt für mich so, ja, es ist einfach ein Spa und es macht wunderschöne Haut, das ist eben auch noch die Sache und das ist halt wirklich für so einen Spa-Day, ne? Das sollte man vielleicht nicht in einem Rutsch irgendwie leer machen, sondern sich das ein kleines bisschen aufteilen. Dann habe ich hier von, das habe ich aber, warum habe ich das hier reingeschmissen? Das habe ich aktuell in Anwendung, das ist Blödsinn, das gehört ja gar nicht in die Tüte rein. Dann habe ich hier eine Maske, genau, die hatte ich in einem Adventskalender drin von Sanssouci, Black Magnet, eine Fließmaske. Du hast hier BHA drin enthalten, was aber mild ist und angenehm zur Haut. Also der schwarze Magnet funktioniert halt deswegen, weil das BHA wirkt auf der Haut. Dadurch wird die Hornschicht von deinen Unreinheiten etwas gelöst und die Poren wie soll man das sagen? Wird halt irgendwie gereinigt, ne? Genau, das ist halt wie ein Peeling. Es ist top, ohne auszutrocknen und die Maske hat mir wirklich gut gefallen. Eine andere Maske, die ich auch immer wieder verwende, ist hier die Pink Splash Moisturizing Mask von Dalton. Die mag ich gerne, die kannst du halt leider nur einmal verwenden, aber sie ist trotzdem total toll. Die gibt Feuchtigkeit und sieht fancy pink aus. Eine Maske von Dalton, die ich ein paar Mal häufiger aufgebraucht habe, die du
ja, bis zu dreimal verwenden kannst. Ich jetzt aktuell leider nicht, weil ich hier offene Stellen habe. Dann ist das ein bisschen schwierig, die dann am nächsten Tag oder ne, nochmal drauf zu machen. Würde ich eher nicht empfehlen. Das ist halt meine Lieblingsmaske von Dalton, die Hydration Maske. Die ist wundervoll, die glättet, die gibt Feuchtigkeit und die enthält wirklich ganz, ganz tolle Inhaltsstoffe, um die Haut auch zu pflegen und nachhaltig auch zu pflegen. Das merke ich halt wirklich jetzt mit der trockenen Heizungsluft. Das ist einfach ein Game Changer und die gibt es jetzt auch in der neuen Verpackung und so. Das ist jetzt noch die alte mit Zellumer, Meeresextrakt und so weiter und so fort. Und Dalton ist halt Marinekosmetik und ja. Das sage ich halt gerne bei Dalton dazu. Dadurch, dass es Marinekosmetik ist, sind da halt viele Inhaltsstoffe drin, die unser Körper schon kennt, weil das quasi hauteigene Inhaltsstoffe sind. Weil das Leben ja aus dem Meer kommt und wir Leben sind. Du bist Leben und ich bin Leben. Und dadurch sind wir evolutionstechnisch irgendwann mal aus dem Meer entstanden. Und deswegen ist das Ganze wirklich sehr, sehr hautverträglich. Und bei Dalton findet eigentlich auch jeder so sein perfektes Produkt, weil die sehr viele verschiedene Reihen haben. Ne? Ich habe hier im Hintergrund immer eine Kerze angehabt, die ja leider natürlich nicht immer komplett halt anbrennen konnte, sodass sie nicht perfekt runterbrennen konnte. Die war ganz gut. Duftkerze heiße Schoki von Profissimo. Hat mir wirklich gut gefallen. Ich sammle diese Gläser ja immer und gebe sie weiter, weil eigentlich da muss ich gucken, ob die Dame das dieses Jahr auch noch haben möchte. Letztes Jahr hatte ich die ja immer ihr dann weitergegeben. Werde ich sie nochmal fragen. Ansonsten schreibe ich das einfach nochmal bei eBay Kleinanzeigen rein. Denn manchmal findet man halt jemanden, die diese Gläser halt haben möchte, ne? Sodass sie dann die Reste vielleicht rausnehmen kann, um da was draus zu machen und halt die Gläser halt auch weiterverwendet. Genau. Kann ich euch auch nur empfehlen, falls ihr zum Beispiel viele Duftkerzen verwendet, sucht euch da jemanden, wo ihr da gegebenenfalls ja, die Produkte halt hingeben könnt, sodass das Ganze vielleicht ein neues Zuhause findet, weil es gibt einige, die tatsächlich das auch so zum Basteln verwenden und das halt gezielt auch suchen. Ne? Genau, dann habe ich hier ein paar Mal diese Augenpads auch gemacht von Dalton. Da werden uns gleich noch ein paar mehr über die Füße laufen. Die Hydrogel-Lifting-Augenpads sind das. Da ist Dopantinol, Hyaluronsäure und Plankton und Rot mit drin und das beruhigt, das glättet, das gibt eine schöne untere Augenpartie und das halt wirklich nicht nur von heute auf morgen, sondern für mehrere Tage und ich mag die Augenpatches sehr gerne. Sie rutschen nicht, sie sind wirklich, sie kleben an dir dran. Aber das macht Dalton wirklich bei den Masken super, die halten. Ne? Also das sind nicht solche Runterflop-Masken, sondern die sind sehr, sehr saugnapfmäßig. Dann habe ich einen Raumduft aufgebraucht und zwar ist es hier von Domol Simply Fresh, der Nachfüller Cotton Fields. Ja, von Rossmann. Passt bei uns in den Duftsprüher rein und hat mir sehr gut gefallen. Für ein frisches Dufterlebnis neutralisiert Gerüche habe ich bei uns im Badezimmer in diesem automatischen Airwick-Gedönsen und das war ein angenehmer Duft, der jetzt nicht zu aufdringlich oder so war. Dann habe ich auch von Dalton, da müssten auch noch ein paar mehr von drin sein, diese Enzym-Peeling-Dinger gemacht. Ne? Das reicht bis zu 3 Anwendungen, da brauchst du echt nicht viel von. Das nehme ich mir dann einfach in die Handinnenfläche, wenn ich auch unter der Dusche einfach schon bin. Ne? Habe dann ja auch schon feuchte Hände, lasse noch ein paar Tropfen Wasser dazu. Dann emulgiere ich das ein bisschen auf in den Händen und dann gebe ich mir das auf mein Gesicht, lasse das so ein paar Minuten einwirken. In der Zeit peele ich dann zum Beispiel meinen Körper oder rasiere mich oder so, ne? Und dann kann ich das halt runternehmen und das verfeinert wirklich ganz toll das Hautbild und das ist ein sehr sanftes Peeling. Also ich kann es wirklich empfehlen. Und ihr findet auch viele der Produkte, die ich euch zeige, entweder so in Beauty Sets, sodass ihr das da halt günstiger bekommt und dann noch gegebenenfalls mit Claudis, mit Single Claudi drauf sparen könnt, so. Aber ihr findet die natürlich auch in den regulären Verpackungen, ne? Genau. Und manche Sachen gibt es auch in Probensets. Die kosten nichts. Die kannst du dir zu deiner Bestellung einfach mit in den Warenkorb packen. Das ist auch cool. Ich glaube, diese Enzym-Peeling-Sticks gibt es auch in dem einen oder anderen Probenset. Schaut da einfach gerne mal vorbei. Das ist ein Körperöl von, da sind Sammys Haare dran, von Aveeno, war in der Box drin, Skin Relief Body Oil Spray. Das fand ich super, also das Produkt, ne, hat mir richtig gut gefallen, hat überhaupt nicht dieses, wie soll ich das sagen, dieses klebrige, ölige Gefühl hinterlassen, habe ich ja von Knie bis Hüfte immer angewendet, ne. Aber ich fand die Applikation irgendwie dämlich. Also das hätte man einfach nicht in einem Sprüher machen sollen, weil gerade Öl als Sprüher, dadurch wird der Badezimmerboden sehr, sehr rutschig, wenn du halt irgendwie mal nicht nur dein Bein oder nur deinen Körper triffst. Das war halt echt blöd. Aber an und für sich ein richtig, richtig gutes Produkt, was mir sehr gut gefallen hat. Also sollte ich das nochmal irgendwo in einem Trashy oder so finden,
gönne ich mir das auf jeden Fall. Dann habe ich von Yepo dann eine Maske gemacht, The Recovery Moment. Das ist beruhigend mit Niacinamiden, Panthenol und Ringelblumenextrakt. Eine sehr empfehlenswerte Maske, die ich auch sehr, sehr gerne mag. Die müsste es auch in dem Yepo der Adventskalender geben. Schaut einfach mal super gerne dazu, auch in der Infobox vorbei. Ich habe euch einfach auch so ein paar Adventskalender-Empfehlungen mal reingepackt. Ne? Da gilt jetzt kein Code drauf. Da habe ich jetzt auch nicht irgendwie affiliate-mäßig irgendwas von. Das ist einfach wirklich nur für euch eine Empfehlung, weil ihr dadurch einfach viele Produkte von Yepo da testen könntet. Genauso auch den Dalton Adventskalender. Da habt ihr einfach die Möglichkeit, mal so in das Sortiment reinzuschnuppern und einfach auch für euch zu entscheiden, ob das Ganze sich halt wirklich genauso lohnt, wie ich das hier immer so erzähle, weil da auch tatsächlich die Staple-Produkte drin enthalten sind. Also schaut gerne mal in die Infobox. Und ja, bei dem Dalton Adventskalender würde ich euch natürlich auch empfehlen, zum Beispiel den Ampullensprüher mit zu bestellen. Dann habt ihr nämlich auch länger was von den Ampullen, die drin enthalten sind. Also ich strecke mir damit die Ampullen bis auf 3 Tage und der kostet ja nur ein Apfel und ein Ei, dann auch noch 30% davon runter. Der Adventskalender ist jetzt gerade auf 104,90 Euro in der Singles Week halt reduziert. Also da könnt ihr wirklich richtig was ausprobieren. Ne? Schaut, wie gesagt, gerne mal vorbei. So, dann habe ich hier von Ioma Hair Care das Scalp Shampoo aufgebraucht mit 40 Millilitern. Das war auch irgendwo mit drin, keine Ahnung, habe ich mir jetzt nicht aktiv gekauft. Das hat für die Kopfhaut auch wirklich gut funktioniert, aber irgendwann ist meine Pinselseife leer gegangen. Mittlerweile habe ich mir einige neue gekauft, aber das habe ich dann so für meine Pinsel auch noch aufgebraucht, weil ich das halt einfach gerade zu dem Zeitpunkt brauchte. Und das hat so lala funktioniert. Aber für die Haare ist es super. Also brauchst du nichts wegentfremden. Nur mal so als Info. Dann habe ich hier, da werde ich aber gleich die ganzen Ampullen auch zu finden, meine liebste Ampullenkollektion aufgebraucht von Dalton. Das ist diese Anti-Age Marine Collection. Da sind einfach richtig gute Ampullen drin. Wenn du sagst, du hast halt keinen Bock, dir den Adventskalender komplett zu kaufen, hol dir auf jeden Fall dieses Ampullenset, weil du dadurch auch verschiedene Reihen von Dalton testen kannst. Zum Beispiel die Extreme Lift, die Hyaluronic Urea, die C, die Caviar Deluxe. Was ist denn die 5? Die Q10 vielleicht? Kann das sein? Steht hier nicht drauf, aber bestimmt ist es die. Und dadurch hast du halt wirklich die Möglichkeit, die Wirkstoffe mal intensiv auszuprobieren. Ich mag sehr, sehr gerne und jetzt in der kalten Jahreszeit verwende ich auch vermehrt wieder Ampullen. Und ja, genau, weil ich dann manchmal nicht so Bock drauf habe, mir eine kalte Tuchmaske ins Gesicht zu geben, wenn es eh schon kalt ist. So, hier ist echt viel Dalton drin, ne? Ich habe mich ausgetobt. Das Triple Ceramide Serum hat mir auch sehr gut gefallen. Das ist aus der High Concentrates Reihe. Das ist halt, ja, Haut reparieren, stärkt die Hautbarriere. Kann meine Haut immer sehr, sehr gut gebrauchen. Und deswegen suchte ich tatsächlich dieses Triple Ceramide Serum sehr. Gibt es auch im Dalton Adventskalender. Habe ich das hier nochmal drin? Ich glaube, ich habe das aus Versehen hier einfach nur nochmal reingeschmissen. Keine Ahnung, ist jetzt die Cream Medium einfach nochmal gewesen, die Sensitive Care. Ich habe die nicht zweimal aufgebraucht. Keine Ahnung, warum die hier zweimal drin ist. Ist vielleicht einmal hier reingeflogen oder so. Ein dekoratives Kosmetikprodukt von Dominique Cosmetics habe ich hier mit drin. Das ist dieses Brow Blowout Shaping Gel, was ich nach wie vor nicht richtig aussprechen kann. Das gibt es bei Purish und ich weiß nicht, ob man da aktuell auch mit Claudies Welt 15 drauf sparen könnte. Ist auf jeden Fall richtig gut. Ich habe das, wir haben jetzt, ich glaube, 2 Monate habe ich das komplett verwendet immer, ne? Und das hat mir sehr gut gefallen. Jetzt mittlerweile ist da halt nicht mehr wirklich Produkt an dem Ding dran. Und da muss man sich ein bisschen rantesten. Also diese Brow Lamination Produkte sind sehr, sehr dick. Und dann muss man halt echt aufpassen, dass du dir dann nicht irgendwie so Klumpen in die Augenbrauen reinmachst. Aber wenn du es richtig anwendest und wenn das halt richtig eingearbeitet ist, hält das. Und das ist wie festgetackert. Ich habe jetzt aktuell das von Too Faced in Anwendung, was ich auch sehr, sehr gerne mag, aber das ist jetzt halt relativ fresh. Dementsprechend muss ich mich da noch ein bisschen mit rantesten. Da habe ich eben echt, ich glaube, eine Viertelstunde an meinen Augenbrauen noch rumgepoolt, weil ich vorher eins hatte, was nicht wirklich was gemacht hat, und dann haben die sich vermischt. Und dann war das halt echt eine Pampe auf meinen Augenbrauen. Ach, okay, das hier war auf jeden Fall großartig und möchte ich euch von Herzen empfehlen, definitiv. Ich bewahre auch dieses Jahr meine dekorative Kosmetik auf, die ich aufgebraucht habe, um euch da am Ende des Jahres einfach mal so einen Überblick zu geben. Von Lancôme habe ich hier die Advanced Genifique E, ist das angespackt, Jeux Augencreme. Die war auch schön, aber da hat mir tatsächlich, als ich die Ausreinigung hatte, bei der Kosmetikerin, hat mir die Kosmetikerin gesagt, dass es nicht so gut für meine Augenpartie geeignet ist, weil meine Augenpartie sehr, sehr sensibel ist und ich deswegen da einfach mal das weglassen sollte. Sie hat mir auch diese Milchen hier weggemacht, die Milien, ne? Auch bekannt als Grießkörner, ziemlich schmerzhaft, aber sie hat das sehr, sehr toll gemacht tatsächlich. Und auch die Tipps, die sie mir mitgegeben hat, und die werde ich halt auch nicht wieder verwenden, weil es kann durchaus sein, dass dadurch dann ja auch diese Milien entstanden sind. Ja, jetzt ist hier eine
Wimper schief, egal. Ja, es interessiert jeden, wenn eine Wimper schief ist, Claudi. Das ist so ein absoluter Spleen hier, ne? Nein, also die würde ich halt nicht nochmal nachkaufen. Das ist schade, aber es ist halt so. Naja, kommt zur Seite, ist Glasmüll, beziehungsweise das untere Teil, ne? Dann habe ich hier noch das Vitamin C Serum aufgebraucht von Dalton. Das gibt natürlich auch so einen Boost, ne? Gibt sofort Glow, habe ich morgens verwendet, mochte ich super gerne. Und das Vitamin C von Dalton ist wirklich klasse. Das muss ich wirklich sagen. Es ist sehr hoch konzentriert, da muss man halt immer so ein bisschen schauen. Aber ich vertrage nicht jedes Vitamin C, aber das von Dalton vertrage ich sehr gut. Ein Vitamin C, was ich aber auch sehr gut vertragen habe, ist das hier von Lavera, und zwar Glow by Nature, das Serum mit Q10 ist es auch noch mit dabei, also wirklich eine tolle Kombi, und das war sehr, sehr belebend, hat mir auch echt gut gefallen, muss ich sagen. Also das war auch sehr schön, hat ein bisschen gerochen wie dieses, wie hieß dieses Eis damals? So nicht Solero, Quatsch. Das war halt so in so einem gerade runterlaufenden, zylinderförmigen Ding, und dann hast du es hochgeschoben. Das gab es in Pink und das gab es in Orange. Und in Orange riecht es so wie dieses hier, ne? Ganz tolle Erklärung. Und ja, das habe ich auf jeden Fall aufgebraucht, mochte ich sehr gerne. Das war halt nicht so flüssig wie das von Dalton, weil du halt diese Q10-Geschichte auch mit dabei hattest, ne? Das war halt auch noch mit dieser, pflegenden Geschichte halt auch am Start. Pflegendes Vitamin C, aber so oder so, egal. Auf jeden Fall habe ich hier nochmal eine Ampulle von Dalton, die Caviar Deluxe. Die gehört ja hier in dieses Ampullenset rein. Dann habe ich hier von Yepoda die Seatox-Maske aufgebraucht. Die mag ich auch sehr gerne. Also Vitamin C und ich sind große Freunde. Und diese Pöttchen verwende ich immer gerne morgens. Also wenn ich meine Zähne putze, meine Pinsel wasche. Ich wurde auch schon mal gefragt, sag mal, Claudi, wie lange putzt du eigentlich deine Zähne? Weil die sollst du ja teilweise bis 15 Minuten drauf lassen. Also ich putze meine Zähne halt relativ lang tatsächlich, also länger als man das wahrscheinlich normalerweise denkt, aber ich versuche es halt auch wirklich ordentlich zu machen und vernünftig zu machen, und außerdem spiele ich meistens währenddessen auch noch mit Julius, also dementsprechend ist das Ganze halt noch ein bisschen langwieriger, und ich wasche meine Pinsel halt auch, also meistens reinige ich mein Gesicht erst mit Wasser und mit einem Gesichtsreiniger halt, ne, habe ich gleich auch noch hier zum Beispiel dieser wundervolle Reinigungsschaum von Dalton. Da. Den habe ich morgens verwendet. Sehr tolles Produkt, sehr, sehr mild und mochte ich gerne leiden. Dann trockne ich das ein bisschen ab, mache mir meine Augenpads drauf oder ich mache mir Propolis-Creme unter die Augen, je nachdem, wie meine Augen gerade so, ne, sind. Und dann gebe ich mir eine Gesichtsmaske drauf, dann wasche ich meine Pinsel und dann putze ich mir die Zähne. Ja, genau. Ne? Manchmal zwischendrin mache ich dann noch irgendwas anderes, aber ja, so auf jeden Fall. Und die Seatox-Maske von Dalton, ach Quatsch, von Dalton vor allem, von Yepoda ist sehr, sehr gut. Das glaube ich auch im Adventskalender, ne? Spoiler, Spoiler, es tut mir sehr leid. Ja, für morgens definitiv unabdingbar ist hier die Suncare Prevent and Control. Das ist die, der Lichtschutzfaktor. Super Produkt, krümelt bei mir nicht und funktioniert auch super mit den Pflegeprodukten, die ich so verwende. Kann ich euch wirklich ans Herz legen. Das ist jetzt der 50er, den brauchst du vielleicht nicht unbedingt jetzt im Winter, aber ich persönlich mache es einfach so nach dem Motto Safety First auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, müsst ihr dann für euch selber entscheiden. Ich mache weiterhin Lichtschutzfaktor 50 oder 50 plus, weil ich einfach weiß, dass ich eine super empfindliche Haut habe, dass ich sehr, sehr hell bin und dass ich auch manche Hautpflegeprodukte verwende, die auch meine Haut sonnenempfindlicher machen. Chemische Peelings, Niacinamide, Retinol, all dies, das, Ananas, ne, Vitamin C. Und nee, Vitamin C macht es eigentlich nicht Haut lichtempfindlicher. Aber trotzdem, und Safety First verwende ich einfach jeden Tag Lichtschutzfaktor. Ja. Dann habe ich noch eine Kerze aufgebraucht, das war von Juwelkerze. Die hat okay gerochen. War mal irgendwo in einer Sonderedition von der Goodiebox drin. Ich glaube, Muttertagsedition 2022 oder so. Da war auch ein Armkettchen drin. Ja, das war jetzt nicht so der Burner, aber es war schon okay, ne? Gut, dann habe ich hier etwas aus dem Dermalogica Adventskalender aufgebraucht, der Multi-Active Toner. Mit 50 Millilitern habe ich den hier. Ja, der war ganz gut. Also der war zum Sprühen, was mir auch gut gefallen hat. Das sollte man halt aufpassen, dass es nicht in die Haare kommt. Das war dann nicht so geil. Aber auf dem Gesicht hat er mir gut gefallen und kann ich auf jeden Fall empfehlen. Der aus dem Adventskalender. Ein bisschen spoilert sich hier. Dann habe ich hier auch eine, ja, eigentlich wollte ich nicht so viel spoilern. Ne, aber komm, so manche Sachen kann man doch sagen und manche Sachen kann man sich doch auch, weiß ich nicht, nachlesen. Ist das mittlerweile noch so, dass man nicht gespoilert werden möchte oder möchte man gespoilert werden? Ich glaube, die Leute wollen mittlerweile wissen, was drin ist. Ne? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Nun, auf jeden Fall habe ich hier
sehr viele Adventskalenderprodukte. The Body Shop Conditioner mit Shea. Also das hat mir auch gut gefallen. Habe ich mir so ab Ohrläppchen halt immer in die Längen reingegeben und Spitzen, ne? Und bei mir ist die Haarpflegeroutine so, dass ich erst ein Shampoo verwende. Wenn ich dann Kopfhautpeeling verwende, verwende ich dann Kopfhautpeeling und manchmal dann nochmal danach nochmal Shampoo. Dann verwende ich eine Haarmaske, wenn ich eine Haarmaske alle zweimal, also zweimal in der Woche verwende, so von Ohrläppchen bis Spitzen. Lass die einwirken, mach Gesichtskram und Kram. Und dann, nachdem das dann nochmal abgewaschen wurde, Conditioner. Das ist so mein letzter Schritt der Haarpflege. Und wenn ich dann aus der Dusche rauskomme, dann nochmal irgendwie Leave-In oder sonst irgendwas, ne, worauf man so Lust hat. Und auch dieses, was ich auch von einer Zuschauerin geschenkt gekriegt habe, dieses Calm Me, das ist richtig gut von Made in Me. Aber das habe ich erst seit einer Woche in Anwendung, aber das ist sehr, sehr gut. Nun, auf jeden Fall habe ich hier den Conditioner leer gemacht. Wow, heute hat sie Sabbelwasser. Ja, ist nicht so viel da, dann kann ich ein bisschen auch um den heißen Brei drum zu reden. Auf jeden Fall war das gut. Solltet ihr verwenden, wenn ihr den Adventskalender halt auch habt, ne? Dann habe ich noch was von Dalton. Mensch, die Q10 Energy Boost Augencreme. Ja, Q10, da habe ich, ich habe euch zu den Wirkstoffen so viel erzählt, ne? Dass halt Q10 dann auch wirklich diese, den Energiezellstoffwechsel anregt und beziehungsweise das Q-Enzym Q10, was dann ja auch quasi in den Pflegeprodukten drin ist, mit dem Q10 in der Haut, dem hauteigenen Q10 kommuniziert und sagt, Mensch, jetzt mach mal hinne, hau rein. Mach hier so ein bisschen Energieumwandlung in den Zellen, dass die Zellen die Nährstoffe umwandeln in Energie und dementsprechend den Zellstoffwechsel vollziehen. Genau. Und das macht halt Q10 und deswegen ist es so großartig belebend. Labarababa, gutes Produkt, mag ich gerne, ist vor allem eine Augencreme am Morgen, weil das halt so schön belebend ist. Von Balea habe ich etwas aufgebraucht, das habe ich von der lieben Martina geschenkt gekriegt. Balea Happy Winter, eine Pflegecreme, duftet nach Winterträumen. Ja, mochte ich, ne? Also, ich habe noch dieses Jahr keinen Wintertraum gehabt. War ja noch nicht so wirklich, ne? Ist jetzt gerade mal November. Es roch halt ein bisschen süßer, aber es roch nicht nach, ich habe eine Bäckerei überfallen, ne? Also, das war schon ganz gut. Ich mochte das auch ganz gerne. Gesicht würde ich jetzt nicht machen, aber für den Körper hat das sehr gut funktioniert. Mochte ich. So. Dann von Soties habe ich, nachdem ich ja meine Ausreinigung hatte, auch ein Goodie mitbekommen. Yay! Und ja, das ist die Regenerative Solution, 10 Milliliter. Und da hatte mir die Olga gesagt, dass ich das auch auf jeden Fall als Serum so auftragen soll, dass es unter die Augen auch kommt, weil da ja auch die Milien ausgereinigt wurden. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Also das war ein ganz tolles, klasse Produkt, was man sich wirklich überlegen könnte nachzukaufen. Muss ich sagen, da hat sie mich echt mit inspiriert, / angefixt, leider nicht im Adventskalender drin. Das fand ich sehr schade, muss ich ehrlich sagen. Das hier hatte ich in der Kooperation bekommen. Habt ihr Bock, dass ich nochmal mit Typology eine Kooperation mache? Weil ich habe ja schon einiges auch an Make-up-Produkten da. Da würde ich super gerne auch einfach mal ja, ein Schminki mitmachen und so. Mal gucken, vielleicht. Vielleicht wäre das mal was. Schreibt das auch mal gerne in die Kommentare. Denn da konntet ihr beim letzten Mal auch diese Body-Peeling-Geschichte on top mit dazu kriegen, mit meinem Code. Also, ne, wenn wir eine Kooperation machen, ist es halt so, ich habe halt die Produkte da, dann sage ich, hey, ne, lass mal noch eine Kooperation machen, dass meine Zuschauer dann auch in dem Video, wenn sie was bestellen wollen würden, auch ein Goodie on top bekämen. Ne? Und ich glaube, das kommt eigentlich gar nicht mal so schlecht an. Auf jeden Fall habe ich hier das Peeling, was ja auch für Ume mit dabei war, aufgebraucht. Ich mochte es, ja, aber also an Dalton kommt halt einfach nichts ran. Das muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber es war trotzdem gut. Also das war eigentlich eher was für die wärmeren Tage, wenn die Haut halt noch nicht so trockene Heizungslufthaut ist. Und das Spa Deluxe ist halt wirklich für, wenn deine Haut es wirklich braucht. Ne? Genau, aber an und für sich ein schönes Peeling, war nur super schnell leer. 125 Gramm sind hier drin. Sollten die vielleicht in einem Tübchen rausbringen. Das wäre so eine Idee von meiner Warte aus. Ne? Man darf ja auch Tipps mitbringen. Von Essence habe ich hier die Hydro Eye Gel Pads aufgebraucht. Da waren 30 Stück drin. Die kann man ja Gott sei Dank auch so jetzt ganz normal in der Drogerie kaufen. Kann ich euch wirklich empfehlen. Wenn ihr theoretisch, so wie ich, jeden Morgen auch wirklich eine Maske macht oder jeden Morgen auch Augenpads macht, nimmt sowas, ne? Weil das ist super, super günstig. Wenn ihr aber wirklich, wenn es drauf ankommt, man hat eine Hochzeit, man hat ein Event, man hat irgendeine Feier, wo es halt wirklich alles bombastisch sein soll, dann nimmt die von Dalton, nimmt die von Yepoda. Die haben halt ein bisschen mehr Kapitis, auch ein bisschen mehr Pflegeinhaltsstoffe und das hält dann auch vom Pflegeeffekt etwas länger an. Ne? Also wie gesagt, das ist was für den Alltag. Dalton und Yepoda sind was für besondere Tage. Ne? Auch vom Preis her einfach, ist klar.
Genau. Aber die mochte ich. Da habe ich, glaube ich, noch 5 Packungen von im Backup, weil ich halt ständig Augenpads suchte und mir gedacht habe, dass es irgendwie nachhaltiger ist, wenn ich das Ganze halt in einem Pöttchen da habe. Ne? Nun, dann habe ich hier von Dalton nochmal dieses Enzympeeling leer gemacht. Dann habe ich hier die fehlende Ampulle Hyaluronic Urea. Eine ganz, 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 ganz tolle Sache, um einfach auch die Hyaluronic Urea kennenlernen zu können. Daran merkst du einfach, wie diese Pflegeinhaltsstoffe von Urea und Hyaluronsäure was mit der Haut machen. Perfekt für sensible und trockene Haut geeignet. Also das ist so meine Lieblingsreihe auch. Dann habe ich hier noch Zahnseide-Sticks von Dontodent. Ich bin ein bisschen traurig, dass hier nur so wenig drin sind. Ich würde mir wünschen, dass DM vielleicht sowas rausbringt, wo da irgendwie 100 Stück drin sind oder so. Muss ich mich mal ein bisschen intensiver umgucken, weil hier sind, glaube ich, nur 30 Stück drin. Und dann reißt ihr vielleicht ein, zweimal so ein Wändchen oder so und dann ist halt auch irgendwie, ne? Das ist halt schade. Naja, so ist das mit alle. Wir sollten alle mehr Wasser trinken. Dann habe ich hier noch einen Abschminkbalm leer gemacht von The Body Shop, Camomile. Das ist einfach total wichtig, dass man sich einen Abschminkbalm gönnt, dass man sich abschminkt generell. Und den mochte ich. Ja, also ich hatte damals auch den ein oder anderen Mal in Anwendung gehabt und da hat es mir nicht so gut gefallen. Mittlerweile gefällt der mir wieder richtig gut. Ich weiß nicht, woran das liegt. Muss ich ganz ehrlich sagen, ob die da irgendwas dran verändert haben, aber dass ich das letzte Mal den hier verwendet habe von The Body Shop, ist auch schon ewig her. Genau, der war jetzt im Adventskalender. Dann habe ich auch von The Body Shop die Vitamin C Glow Sheet Mask verwendet. Hier hatte ich ein kleines Problem, weil Vitamin C verwende ich ja morgens. Und morgens eine Tuchmaske zu machen, ist für mich irgendwie total pain in the ass und ich weiß nicht warum, aber ich musste mich wirklich zwingen. Und ja, habe sie aber gemacht, hat mir gefallen und jo, kann man auf jeden Fall machen. Ist eine schöne Maske, ne? Vitamin C mag ich halt einfach gerne. Und das von The Body Shop vertrage ich offensichtlich auch. Dann habe ich hier von Ringana, genau, das habe ich von meiner ehemaligen Arbeitskollegin, die hat mir ein riesiges Ringana-Paket zukommen lassen. Hier haben wir ein Body and Hair Wash Fresh Baby. Mochte ich gerne. Also das hat jetzt nicht so super krass geschäumt oder sonst irgendwas, muss es aber auch gar nicht. Und es hat Julius sauber gemacht und der Duft war halt so ein Babyduft, ein sauberer Babyduft. Also ich mochte das tatsächlich. Ja, mein Freund ist eher so bei den großen Tuben, der sagt, ah, so eine kleine Tube. Keine Ahnung warum, aber er mag das lieber, wenn die da ne, große Tuben haben. Keine Ahnung. Dann habe ich hier noch eine Pinselseife leer gemacht, die Da Vinci Cleansing Soap Kosmetik Pinsel, Reinigungsseife. Ich habe es komplett von hinten nach vorne vorgelesen. Ne? Ist meiner Meinung nach eine der besten Pinselseifen, die es so gibt. Ich finde, da stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich habe gesehen, die gibt es auch bei Douglas zum Beispiel in verschiedenen Größen. Das ist jetzt die mit 40 Gramm. Ich fand die klasse und ich habe da auch super viele mir mal von gekauft. Dann habe ich euch die mehrfach empfohlen und dann war sie Ewigkeiten bei Amazon ausverkauft. Aber jetzt hat Douglas auch welche und ich habe auch mir 3 andere bei Amazon gekauft, um euch da halt auch ein bisschen was zu sagen können, wie andere Pinselseifen so sind. Und ja, die mag ich sehr gerne. Ist normalerweise eigentlich eher für den Künstlerbedarf, aber das ist extra eine für Kosmetikpinsel, ne? Und ich mag sie. Also die macht die Pinsel richtig sauber, die nimmt die Foundation richtig runter. Und ihr seht ja, ich habe ja auch manchmal sehr intensive und hochpigmentierte Lidschatten in Einsatz. Und dann sehen die Pinsel auch entsprechend aus. So, ich habe euch jetzt mal ein bisschen runtergeklappt. Dann seht ihr zwar meinen Bommel nicht mehr, aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Ihr seht dann hier die Produkte besser und ich muss mich nicht so strecken. Eine Zahnpasta habe ich aufgebraucht von Marvis, ja. Whitening Mint, ne? War gut, doch, hat mir gut gefallen. Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil, ja, ich beschwere mich immer darüber, wenn Zahnpasten irgendwo mit drin sind, aber ich verwende sie halt trotzdem, weil ich das irgendwie gut finde, dass ich mir die nicht selber kaufen muss. Aber ich finde Zahnpasta immer, also, es ist immer so eine richtige, im wahrsten Sinne des Wortes, Geschmackssache. Ich habe jetzt auch gerade eine in Anwendung, wo ich einfach denke, macht die überhaupt was? Das ist ganz merkwürdig und also so fancy Zahnpasta brauche ich eigentlich jetzt nicht so unbedingt, so klassische. Können die gerne in die Boxen und Adventskalender reinpacken. Ne? So wirklich die man sich auch so im Laden kaufen würde. Aber diese ganz fancy, krassen mit Zimt und Hasse nicht gesehen, auf gar keinen Fall, finde ich. Dann, Zahnungsgel für Julius, das ist dieses hier. Dr. Talbots haben wir aufgebraucht, haben wir gebraucht. Der kleine Mann, das sieht so hübsch aus. Okay,
Dann habe ich hier von Yves Rocher Framboise Raspberry Peppermint, also Himbeere, Pfefferminze. Das habe ich von Emmy gekriegt. Die hatte ich bei mir am Bett stehen. Das ist eine Handcreme. Die fand ich gut, hat mir gut gefallen. Und durch dieses Pfefferminze hat es auch eine leichte Frische so in die Hände gegeben. Das war ganz interessant. Eine Ampulle von Soties aus dem Adventskalender habe ich aufgebraucht. Das ist die Energizing Radiance Ampulle. Die fand ich gut, mochte ich gerne leiden. Und vor allem fand ich das auch ganz cool, dass es hier keine Glasumverpackung ist, sondern das ist wirklich Plastik, ne? Das heißt, du kannst dich da auch nicht so wirklich dran verletzen. Das mochte ich ehrlich gesagt ganz gerne leiden. Ja, auch wenn Plastik nicht so gut ist und so, aber ich fand das irgendwie von der Applikation für mich selber schöner. Ja, die haben hier auch noch eine weitere drin gehabt, was aber eigentlich eher ein Serum ist. Das ist das Ultralipid SOS Serum und das ist wirklich sehr, sehr, sehr lipidig, also sehr fettig halt, ne? Muss man mögen, ich fand es klasse. Bei mir ist es richtig gut eingezogen und hat auch wirklich ein tolles Gefühl hinterlassen. Schön genährt, sehr, sehr passend für Winterhaut, für trockene Haut. Das mochte ich einfach gerne leiden. Und fand ich einfach schön, das so ausprobieren zu können. Dann haben wir hier noch eine Maske, die ich so süß finde. Isana Tuchmaske, beleben mit Hyaluron und Himbeere. Habe ich auch von der lieben Martina bekommen. Fand ich richtig gut. Das ist ja immer bei diesen Tuchmasken von Isana und Balea Hit or Miss. Also entweder hast du halt eine Maske, die richtig gut funktioniert oder die halt auch anschmiegsam ist oder so. Oder halt welche, die so dick sind und immer runterfliegen oder flappen, wenn man sich halt bückt. Das war halt bei der nicht und die hat mir echt gut gefallen. Also das war wirklich eine Verwöhnung für mich. Ein Shampoo habe ich hier noch leer gemacht von Ringana. Da hatte mir meine ehemalige Arbeitskollegin gesagt, dass sie das nicht so gut fand. Ich finde das richtig gut. Also meine Haare haben das, oder meine Kopfhaut fand das großartig. Und ja, also ich habe danach jetzt wieder eins in Anwendung, wo ich glaube ich auch Silikone drin habe. Ich wechsle meistens, dass ich einmal ein Shampoo leer mache mit Silikon. Eins, was halt so komplett clean ist wie dieses hier, ne? Und das vertragen meine Haare am besten, weil sie sich ansonsten zu schnell dran gewöhnen. Und also das fand ich klasse. Das hat richtig lange gehalten und meine Haare halt auch wirklich schön sauber gemacht. Also man hat das richtig gespürt. Ich mochte das einfach richtig gerne, muss ich sagen. Eins meiner liebsten Lieblingsprodukte von Ringana, die ich so ausgetestet habe. Dann habe ich hier noch eine dekorative Kosmetikgeschichte leer gemacht, die ich auch noch zur Seite räumen werde, weil das ist auch in meinem Project Pen drin. Von Emasa Magic Finish Glow Serum in der Farbe Rose Glow. Habe ich als Primer verwendet und fand ich super. Ich habe halt vorher meine reichhaltige Feuchtigkeitscreme aufgetragen oder reichhaltige Feuchtigkeitspflege, meine komplette Pflegeroutine halt, ne? Und da hat das nicht drauf gekrümelt. Das hat super funktioniert und kann ich euch definitiv empfehlen, das auch zu verwenden. Hier gibt es auch unterschiedliche Farben. Bei mir hat dieses Rose Glow sehr, sehr gut gepasst. Ich bin ja auch ein kühler, neutraler Hautton. Dann habe ich hier noch zwei fehlende Ampullen aus dem Ampullenset von Dalton. Hyaluronic Urea, ne, das ist nochmal eine doppelt gewesen. Ich glaube, die habe ich gemacht, als ich euch ein Kläppchen in einer Minute gezeigt habe vielleicht. Ich weiß es gerade gar nicht. Mache ich ja bei Instagram ganz gerne, dass ich euch die Adventskalender halt wirklich super easy, schnell mal so zeige dann, ne? Genau, das ist diese hier. Wie gesagt, finde ich sehr gut. Und die Q10 Energy Boost, genau, die ist halt auch in dem Ampullenset mit drin. Sehr, sehr empfehlen für morgens, weil das sehr belebend ist und halt diese ganze Zellgeschichte anregt. Finde ich klasse. Eine Vitamin C Maske habe ich ja auch noch gemacht von Lumen. Ja, Nordic Sea Fresh Glow Brightening Gel Mask, die habe ich heute Morgen aufgebraucht. Die mochte ich auch total gerne. Die habe ich natürlich nicht verwendet, wenn ich oder in dem Zeitpunkt verwendet, wo ich auch eine Vitamin C Serum verwende, ne? Das heißt, entweder wenn ich die dann gemacht habe, weil ich habe immer 7 Masken für jeden Tag eine da oben stehen, habe ich dann quasi ein anderes Serum verwendet, zum Beispiel das Triple Ceramide Serum anstelle von dem Vitamin C. Genau. Gibt kein Oder. Toller Satz. Fand ich gut, hat mir gut gefallen, kann ich empfehlen, euch die mal anzuschauen. Dann habe ich eine Fußcreme aufgebraucht von L'Occitane, das war in einem Adventskalender drin. Ja, die Footcreme für trockene Füße, die finde ich super, ne? Ja, meine Füße brauchen Liebe und das hat die Creme ganz gut erfüllt. Noch mehr Ampullen. Das ist ja was hier. Mann, Mann, Mann. Hier ist die C. Die C ist toll. Die hat nämlich Stammzellen mit drin. Da hatte mir auch meine Dalton-Beraterin empfohlen, Mensch, Claudi, wenn du dir die auf deine Narbe gibst, ne, meine Bauchinarbe, also meine Kaiserschnittnarbe, dann soll das halt noch besser funktionieren als die Natural-Korrekturmaske, die ich da ja auch zweimal die Woche ungefähr drauf gebe. Ja, funktioniert auch ganz gut, also macht einen schönen Effekt, aber ich finde das einfach zu schade, ne, weil dafür ist es halt auch einfach zu
hochpreisig und so, und dann mache ich das halt lieber ins Gesicht. Das ist ganz toll, wenn du Pickelmale hast, weil dadurch natürlich dann ja auch die Hauterneuerung angeregt wird. Und dann habe ich noch die Extreme Lift. Das ist so, ich nenne sie immer die Stinkeampulle, weil ich mag den Duft der Extreme Lift Reihe einfach nicht so gerne, aber die Wirkung ist halt wirklich toll, weil da hast du dieses pflanzliche Botox mit drin. Das ist ganz aufregend und ja, wirkt natürlich im Gesicht, ne, und macht halt wirklich so einen schönen Lifting-Effekt. Also komplett die Extreme Lift Reihe, wenn man sich das anschauen möchte. So, noch eine Fußcreme von Sebamed, ein umstrittener Adventskalender, parfümfrei, Urea akut, war solide, ne? Kann man machen, mochte ich wohl. Und dann habe ich hier, glaube ich, noch allerhand Masken. Huch, Mensch, wird man hier richtig attackiert von der Maske. Moisture-Holic Fleece Maske von Sanssouci, die fand ich toll, mochte ich sehr, sehr gerne leiden. Mag ich sehr, sehr gerne leiden. Hat mir schon mal jemand geschrieben, ob ich irgendwie in einem Kindergarten arbeiten würde oder Grundschullehrerin wäre. Nee, meine Mama ist Grundschullehrerin und ich bin mit Fleißbienchen aufgewachsen, habe ich hier geantwortet. Das ist tatsächlich so. Ja, die Hydrolift Express Maske von Dalton habe ich offensichtlich nochmal verwendet. Ja, ich brauchte doch etwas viel Liebe. Ich habe mich nochmal getraut, eine Vitamin C Maske zu verwenden. Die hat auch noch nebenbei Koffein und Vitamin E mit am Start. Ja, die fand ich auch gut. Die gibt es, glaube ich, immer noch bei Rossmann, ne? Das ist von Isana. Ich mag einfach so gerne diese Sephora Masken. Das ist die Matcha Tea Face Mask. Die sind super dünn und super pflegend. Ich habe mir hier ein Herzchen drauf gemalt und geschrieben, wie immer. Ist tatsächlich so. Also die kann man sich auf jeden Fall auch mal angucken. Gibt es ja auch immer wieder in Sephora Adventskalendern drin, sodass man die ja sowieso mit dabei hat oder in Sets oder so. Schaut euch die auf jeden Fall mal an oder schlagt mal hier beim Sale zu, ne? Jo, hier habe ich noch eine Haarmaske gemacht. Die war fancy. Ich habe mir die erst nur in die Längen und Spitzen gegeben und mich gefragt, was soll die machen? Und dann habe ich mal gelesen, nee, das machst du dir auch wirklich auf die Kopfhaut drauf und dann wird das richtig kühl. Alto Belly Cold Press Avocado Nourishing Scalp Pack. Ja, man hätte lesen können, hier steht extra Kopfhaut vorne drauf. Mit Banane, also das hat wirklich nach Banane gerochen. Was habe ich geschrieben? Hä? Eisbonbon-Duft kühlt die Kopfhaut teilweise zu stark. Ergebnis top. Ja, manchmal, wenn ich da mit Edding was hinten drauf schreibe, ne? Das ist auch schon Wahnsinn. Okay, ja. Fancy. Ich weiß gar nicht, wo die herkam. Auch aus dem Adventskalender ganz bestimmt. Auch gut fand ich die Sephora Lippenmaske. Da ist mir gerade Dalton Hydrogel Augenpads auch nochmal runtergeflogen. Und auch gut fand ich hier von Dalton für unreine Haut die Face Care Clear Skin Anti-Pickeltuchmaske. Die dürfte auch BHA oder sowas, nee, auf jeden Fall Teebaumöl mit drin haben. Das ist auch eine sehr schöne Sache, wenn man halt so Unreinheiten hat, die sich gerade entwickeln wollen. Dann machst du dir diese Maske drauf. Sieht aus wie She-Hulk, weil die einfach grün ist. Und am nächsten Tag ist das Ganze etwas beruhigter, was ich sehr gerne mag. Ja, es war tatsächlich, ihr seht es ja, ne, nicht so super krass viel, aber ich finde, dass ich ganz gut aufgebraucht habe. Ich habe vor allem super viele schöne Produkte auch aufgebraucht. Und ja, hoffe, dass es euch hier gefallen hat. Denkt auf jeden Fall an die Verlosung. Denkt an den Code SINGLECLAUDY für 30% Rabatt bei Dalton. Und wenn es dir hier gefallen hat, ein Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.